Scheiße. Ich habe nicht Ja gesagt. Ja, mal Täuschung würfeln. Dieses war so ein, war nichts wirklich gemeint. Also, ich kann gerne Täuschung würfeln, aber. Ich weiß nicht, ob sie dich durchschauen würde, aber mal gucken. Das sind ja nur so Ahnungen, also es ist ja keine, kein, ist ja kein nicht Ja, Nein, es sind ja eher so, so vielleicht Fragen. Das Problem ist, nichts ist vermutlich so, wie es scheint. Erzähl mir, was passiert ist. Und wir sollten uns, glaube ich, setzen. Ja, ohne auf deine Reaktion zu warten, lässt sie sich, schiebt sie sozusagen Dreher ein Stück zur Seite und lässt sich auf der Matte nieder. Also, es soll vermutlich so aussehen, als wären es hier Hermedaner gewesen. So aussehen? Haben sie mit ihm eine Ziege zu Tode geprügelt? Schaut sie verständnislos an. Was, Ziege? Hier Hermedaner, Ziegen. Sie rollt mit den Augen. Ich habe ihn gemocht. Nicht nur geschäftlich. Aber so hat es angefangen. Sie nickt. Kleinigkeiten, hier und da. Er war freundlicher als die anderen. Das war's nicht mal unbedingt. Er war ein Arsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Er wusste, was er wollte. War großzügig, auf jeden Fall zu mir. Kein schlechter Kerl an sich. Für einen Richter auf jeden Fall. Er nickt. Was habt ihr in diesem Treffen besprochen? Ich meine die Treffen, die woanders stattgefunden haben, nicht hier. Immer was anderes. Kleinigkeiten. Sie zuckt mit den Schultern. Du bist dir ziemlich sicher, dass sie dir nicht sagen wird, um was es bei diesen Treffen ging. Nichts, was ihn wahrscheinlich töten würde. Hatte er irgendwelche eifersüchtigen Kollegen? Er war nicht beliebt. Bitte? Er war nicht beliebt bei den anderen Richtern. Auf jeden Fall bei den meisten nicht. Weshalb? Ich hätte doch gesagt, er war ein Arsch. Also auch bei seinen Kollegen. Ganz besonders bei denen. Er hat Geschäfte gemacht mit allen möglichen Leuten. Kram, dass er halt aus den die Richter konfisziert hatten. Und der halt auf dem Weg in die Asservatenkammern verschwand. Alles Mögliche. Keine Ahnung, an wen er verkauft hat. Das außer uns hängt so ein bisschen in der Luft. Gab es sonst irgendjemanden, den er besonders verprellt hatte? Nicht, dass ich wüsste. Er hat sich immer andere Orte für die Geschäfte ausgesucht. War vorsichtig. Vor drei Tagen, gestern, hatte er da irgendwas Spezielles vor, irgendwelche speziellen Geschäfte? Nichts mit mir und alles andere weiß ich nicht. Er hat Buch geführt über seine Geschäfte. Weißt du, wo er dieses Buch aufbewahrt hat? Keine Ahnung, bei seinem anderen Kram. Er hat irgendwo ein Versteck mit dem ganzen Zeug. Keine Ahnung wo. Das ist aber gut zu wissen. Gibt es irgendetwas in diesem Versteck, was im Zweifel euch persönlich gehört? Die zuckt mit den Schultern. Irgendetwas, was, sollte ich es finden, ich dir zurückbringen kann? Ich hätte gerne den Ring wieder. Trägt sie einen ähnlichen Ring? Du siehst, sie trägt mehrere Ringe tatsächlich. Ja. In jedem Finger welche. Das lässt sich unter Umständen einrichten. Sag mir so, ich wäre dankbar. Ich streich dir mit der Hand über die Brust. Mir? Ja. Er schaut an sich runter auf ihre Hand. Ich fürchte, das funktioniert bei mir nicht. Kastriert? Nein. Ach, schwul. Ich kann dir auch einen hübschen Freund besorgen. Sie lächelt. Und selbst wenn, nicht während der Arbeit. Dann vielleicht nach der Arbeit. Das kommt auch an, wenn die Arbeit vorbei ist. Ja, sagt deinem Richterfreund, wir haben ihn nicht umgebracht. So viel habe ich mir auch schon gedacht. Wenn hier ein Richter stirbt, dann findet man den nie wieder. Jetzt nimm deinen Freund mit und
verschwinde. Man schaut mal so an ihr vorbei. So, zu Dreher. Dreher liegt da mit verdrehten Augen und nuckelt am Daumen. Ja, wir gehen. Dreher, wie viel, ja. Übrigens, Dreher, du hattest ein paar Wechsel in der Tasche, die sind jetzt weg. Ja. Er wälzt sich einmal herum und versucht hochzukommen. Du bist ein bisschen schwankend, aber du kannst tatsächlich stehen. Hm. Auf jeden Fall mit ein bisschen Hilfe von Buck. Möglichst abstürzend werde ich mit ihm gehen. Ja, die Treppe ist nochmal eine Herausforderung tatsächlich, aber dann könnt ihr unten im Schankraum wieder zu Malorn stoßen. Bevor wir gehen, möchte ich hier noch kurz was sagen. Das versteht sich, dass das Ganze unter dem Radar agieren muss. Es ist niemandem gedient, wenn die ganze Stadt darüber spricht. Jeder sucht danach. Glücksjäger, Idioten. Unter zwei Bedingungen. Mhm, ja. Den Ring. Und wenn ihr seinen Mörder findet, soll er leiden. Soll ich dich dazu zitieren lassen? Sollte es soweit kommen. Und man sieht kurz, wie sie nachdenkt und dann den Kopf schüttelt. Du wirst davon erfahren. Ob es diskret oder eine öffentlichkeitswirksame Bestrafung ist. Du wirst es vermutlich erkennen. Oder jemand wird Bescheid geben. Danke. Sie nickt. Dann darfst du dich nach unten wieder zu den anderen begeben. Man setzt Dreher neben Malorn auf die Bar, auf so einen Barhocker. Ich glaube, der hatte zu viel. Toll. Ihr solltet gemeinsam ermitteln. Was ist passiert? Gehen wir raus. Wir sollten rausgehen. Ja, dann schnapp ich mir Dreher. Stütze ihn ein bisschen, auch wenn es unwürdig für mich selber ist, aber Hauptsache er kommt ja mit raus. Und ich stütze ihn, wenn es sein muss. Würde uns zu Dr. Johnny führen. Diese Blöße muss sich der Richter nicht geben, den Besoffenen auch noch zu stützen. Das draußen bekommst du auch deinen Hammer wieder, natürlich, und Dr. Johnny. Den hatte ich Dr. Johnny gegeben. So, ja gut, dann Dr. Johnny, du stehst draußen, das hat also leicht angefangen zu winden und staubiger Sand und Metallrost füllt die Luft. Ja, er steht da mit seiner Atemmaske und hat sich gedacht, hätte ich doch mit reingehen sollen, wenn es so lange dauert. Na gut, warte, ja. Es ist ganz schön kalt hier draußen, aber nach fast einer Stunde kommen die anderen wieder. Zum Glück trägt man einen Neoprenanzug. Gut, also verziehen wir uns ein bisschen weiter von hier. Ich habe keine Lust, dass neugierige Ohren weiterhören. 5 Klassen weiter. Also. Sodass wir, nicht mehr im Einflussgebiet der Leichenvögel sind, sondern ja, neutral im autonomen Gebiet. Und da können wir uns aber sprechen. Also. Nach allem, was ich rausgefunden habe, waren es die nicht. Was weist darauf hin? Ich habe die rothaarige Frau gefunden, beziehungsweise Drea hat sie gefunden. Gut. Wer ist sie? Ist sie jetzt irgendwie so eine Art Leitung von diesem Haus oder was für eine Funktion hat sie wohl? Sie ist vermutlich eine Elster. Eine Hure. Aber so wie ich das, wenn ich das richtig interpretiert habe, dann kannte sie unseren Richterkollegen, Freund, Leiche. Ja, dass sie ihn kannte, das... Sie war definitiv mit ihm liiert. Ah, hat sie ihn wirklich geliebt oder war das so eine Ausnutzsache oder wie? Ich glaube nicht. Er war zwar großzügig, so hat sie gesagt, aber ich konnte es nicht genau sehen, ob sie das Gegenstück zu dem Ring trägt. Sie hat dann eine Menge Schmuck getragen. Aber sie möchte ihn zurückhaben. Da der Materialwert gleich null ist,
muss ein mehr oder weniger starker sentimentaler Wert vorhanden sein. Okay. Und jetzt ein Blick wieder zu Valoran. Er hat Zeug aus der Asservatenkammer der Richter verkauft. Was? Er hat illegalen Handel mit den beschlagnahmten Gegenständen getrieben. Sagt wer? Sie. Sie. Okay. Und dass er alles in einem Buch aufgeschrieben hat, das er irgendwo versteckt hat. Seine Patrouille, den Weg kennen wir. Und wir wissen, dass er auf dem Schotterviertel war. Ja, das deckt sich mit dem. Dort kann er es am besten verkaufen. Wenn er es an die Kartellisten verhökert, können die, wenn es irgendwelches technisches Gerät war, das wieder an die Chronisten weiter verhökern. Damit haben wir zumindest einen Grund, wenn das herausgefunden werden sollte, dass ein Richter Materialien an die Schrotter verkauft oder an sonst wen und herumhehlert, dann wäre es zumindest ein Grund, warum man ihn beseitigen könnte. Der Grund würde dann natürlich aus unseren Reihen ausgehen, aber es würde natürlich trotzdem keinen Sinn machen, dass man das so verschleiert. Ja, und warum würde es dann nicht viel mehr Sinn machen, dass man das intern klärt, also sprich, dass man den Typen irgendwann mal hier bewusstlos macht, einpackt, dann ins Richtergebäude schleppt, dem den heimlichen Prozess macht und danach sagt, der Typ ist in eine andere Stadt versetzt worden? Genau das. Wäre das nicht eher der Stil? Ich würde ihn auch einfach versetzen. Von Justizian, weiß ich nicht, nach Süden. Aufs Schloss statt oder irgendwo, wo er keine Kontakte hat, weil er wahrscheinlich noch nie da war. Genau das. Eben. Okay, und das heißt, er hat herumgehehlt. Er hat eine Liebschaft mit den Apokalyptikern. Er hat mit den Schrottern gehandelt und wurde dann beseitigt. Das soll alles so aussehen, als wären dies die Hamidaner gewesen. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand jetzt nur ein Opfer braucht, ein Opferlamm, um die politischen Intrigen nach vorne zu spielen. Aber wie gesagt, dafür haben wir auch weiterhin keine Beweise und dementsprechend werde ich das nicht weiter ausformulieren. Nein, wir sollten zwei Fliegen mit einer Klappe aufnehmen. Jetzt weiß ich nicht genau. Wir können uns natürlich noch einmal bei dem Kartell umhören, gemeinsam mit unserem Freund Dreher hier. Der wird ja sicherlich auch einige Informationen haben. Wenn er wieder nüchtern ist, bestimmt. Und klopft Dreher mal auf die Schulter. Und ansonsten habe ich nicht vor, ein Versteck irgendwo in der Stadt zu suchen, das überall liegen kann. Natürlich würde man da dann vielleicht sowas wie Beweise finden, Buch, ein paar Hehler waren. Aber die Stadt ist einfach gigantisch groß und die Versteckmöglichkeiten noch riesiger. Und das sehe ich nicht ein. Wobei wir sowieso Dreher. Das Asylder schon haben. Dreher, was ist eigentlich los? Was willst du eigentlich noch von dem großen Tauschhandel haben, außer der Munition? Was ist da so wertvoll? Drogen? Burn? Nein! Tech! Also Hightech. Ja, sag doch mal was. Wie gesagt, ich zertrümmer dir schon nicht deine Hände. Also richtig geile Tech. Was denn für Tech? Was macht die denn? Richterschlosser hatte vorher mal so einen Fall und der Scheiß ist so in der Asservatenkammer gelandet, aber da bringt sie ja niemanden was. Also. Okay, was für ein Tech wird das? Und das ist. Was für ein Tech? Sprich doch mal ein bisschen Klartext. Waffen? Pre-Apo. Also. Oh. Was Pre-Apo? Du meinst wirklich Scheiße, die noch von früher stammt, aus alter Zeit, aus ganz alter Zeit? Die Helis, die werden richtig scheiß auf den heißen Kack. Also, ehrlich. Und dafür kriegst du ein paar Chippies? Was will er denn mit diesem Computerzeug für Prä-Apokalypse? Ich meine,
Die Chip, ja, die Sachen, die wir sind also wertvoll, aber das Zeug muss doch sozusagen annähernd unbezahlbar sein, oder nicht? Und das liegt in den Asservatenkammern, daran kann er kommen. Oder das hat er dir versprochen für die ganzen, für eine ganze Menge Chips oder was? Wer solche Sachen zu den Chronisten bringt, den wiegen sie in Wechseln auf. Ludwig, Ludwig, Ludwig. Du Schulterzucken nicken. Hierzu, OT, kurze Sache. Wenn die Richter was konfiszieren an Hightech-Zeug, das geht dann normalerweise an die Chronisten. Ohne, dass sie was zahlen müssen dafür. Ja, genau, aber ohne, dass man was zahlt, genau. Und er wollte halt nochmal den. Er wollte halt quasi nochmal über losgehen und 200 einziehen. Drea, weißt du einen Zeitraum, wann das ungefähr war? Dann kann ich vielleicht nochmal meinen Kontakt bei den Chronisten anhauen. Aber ich darf es nicht übertreiben, wenn ich zu viele Fragen stelle, dann. Naja. Dreas Augen werden groß. Dann reißt er sich zusammen. Sehr lange her. 10 Jahre? 12? Ich weiß es nicht. Wenn das so lange her ist und die immer noch so ein Drama drum machen, was war das für ein Scheiß? Zumindest kann ich jetzt verstehen, wann man schweigen musste. Dreher, wenn du von so einem Zeug sprichst, dann hättest du es auch früher sagen können. Weil ich kann mittlerweile verstehen, warum man einen Richter umbringt, wenn man dann an so einen Scheiß rankommen kann. Ein Richter umgebracht? Ja, ach so, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ludwig Schlosser ist übrigens tot. Der, von dem du die ganzen Sachen haben willst. Und ich bin nicht sein Cousin. Aber das passt schon. Aber er ist echt Richter. Also arbeitet er mit uns zusammen, ansonsten. Drea wird noch weißer, als es überhaupt gehen würde. Ja, eine sehr, sehr, sehr unnatürliche Farbe. Er ist schon wieder verspurt. Und fängt dann an zu flennen. Du solltest einfach mit uns zusammenarbeiten, damit dieser Richter nicht dafür sorgen muss, dass du nachher noch wegen illegalen Dingen verhaftet wirst. Ich bin im Arsch! Nein, du hast eine gute Chance, mit uns zusammenzuarbeiten. Und was lernt, wird die ganze Sache vergessen. Was lernt man aus der Geschichte? Lass den nicht von Bosch für irgendwelchen illegalen Kram anstiften und irgendwelche Chippies vertauschen, die, wo du genau weißt, dass es illegal ist. Ja, wenn du die echte Arbeit brav für die Richter und die Chronisten erledigst, kriegst du auch Kohle. Ohne dass du Angst haben musst, dass sie dir das Gesicht mit ihrem Hammer zertrümmern. Hast du in der Stunde darin wenigstens eine Frau geknallt? Nicht mal das. Er fängt, kriecht am Boden vor euch. Wälzt sich hin und her, trampelt auf den Boden. Ich glaube, er hat's versucht. Das heißt, nein, ich frage nicht. Ja, besser. Ich ziehe meine Frage zurück. Also, ich würde sagen, wir machen einen Treffpunkt aus und ich gehe meinen Kontakt bei den Chronisten anhauen, ob er irgendetwas weiß von vor 10, 12 Jahren. Vor 10 Jahren? Willst du mich verarschen? Wir schreiben doch alles auf. Ja, dann. Wenn vor 10 Jahren im Cluster jemand die Toilette benutzt hat, dann wissen die das vermutlich. Mach halt, noch. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht ein, dass ich irgendwo in der Stadt nach einem beschissenen Versteck suche von irgendeinem korrupten Schwein. Ja, genau. Wir müssten. Wo wohnt der eigentlich? Der wohnt in der Kaserne. Ah, okay. Ah, ich dachte, der hätte jetzt noch irgendeine andere Wohnung. Der wohnt da. Dann geh du zu deinen Leuten. Ich gehe mal in der Kaserne rumfragen und ansonsten. Richter, ich weiß da noch was. Eine Augenbraue wird hochgezogen. Es muss irgendwo in der Kaserne sein, glaube ich. Kannst du irgendeinen Durchsuchungsbeschluss für die gesamte Kaserne erwirken? Unter irgendeinem Vorwand? Bin ich nur von Idioten umgeben? Ich guck so ein bisschen fassungslos, Kopfschütteln zu Dr. Johnny, schau dann wieder zu den anderen. Schau doch einfach mal nach. Schau doch einfach mal in seinen persönlichen Sachen nach. Sagt ihr, sollt ihr so ein paar Sachen besorgen. Die gesamte Kaserne ausräumen lassen? Also die Richter haben ja überall in der Stadt solche Gebäude, wo Richter stationiert sind. Das ist einer der größeren tatsächlich, wo fast 80 Richter
platziert sind. Ja, oh. Das werde ich nicht ausräumen lassen können. Also, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Außenposten, wo 5-6 Leute sind. Ups. Ja. Dann schaut euch doch einfach um. Vielleicht findet ihr irgendwie unter seinen persönlichen Sachen irgendwo was. Wie gesagt, ansonsten treffen wir uns dann irgendwo unten beim Kartell von den Schrottern. Das ist dann die letzte Möglichkeit, aber machen wir das erstmal so. Dann geht Buck irgendwie zu seinen Leuten und dann kann Dr. Johnny und Drea können dann mit in die Kaserne kommen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, oder? Ich weiß nicht, ihr könntet euch versuchen, auch eine Geschichte zu ihm auszudenken, zu dem Richter. Er wird ja von seinen Kollegen nicht sehr gemocht, das heißt, die werden ihn höchstwahrscheinlich nicht sehr decken. Also, falls ihr da irgendwie Orte rauskriegen müsst, wo er vielleicht häufiger mal vielleicht war er in einem Keller häufiger, obwohl er da hätte gar nichts machen müssen oder so. Oder immer auf dem gleichen Klo. Was auch immer, genau. Also fragt einfach mal nach. Vielleicht wird irgendjemand über ihn eher reden, weil, naja, man ihn nicht mochte und sich sowieso denkt. Für ein paar Wechsel rede ich lieber über jemanden, den ich nicht mag, als anders. Naja, nicht mochte. Sie hat gesagt, er war ein Arschloch. Vor allem zu seinen Kollegen. Ja. Achso, ich dachte, das hätte schon erzählt, deswegen darauf habe ich es auch erzählt. So, ja, gut, okay. Ich überlege, soll ich nicht vielleicht doch zuerst zu euch mitkommen, weil wenn ihr irgendetwas findet, dann könnte ich vielleicht was mitnehmen und es demjenigen zeigen. Nein. Gut. Hier werden keine Beweismittel vernichtet oder mitgenommen. Ich meine, es ist ja noch ein Richterfall und kein Fall für einen dahergelaufenen Söldner, der sich auf was einstecken will. Gott sagen. Ich werde von den Richtern bezahlt. Dahergelaufener Söldner, genau. Also, ich gehe meinen Bekannten fragen. Genau, mach das. Dann geht Buck seine Bekannten fragen. Buck geht Bekannte fragen, kannst dich gerne dahin ziehen, wo du hingehen willst. Ja. Und die anderen dürfen sich gerne zur Kaserne ziehen. Jo. Man schaut mal zum Richter, wenn er weg ist. Was glaubt dieser Siebling eigentlich, wer er ist? Tja. Hat nichts gelernt, außer eine Waffe zu schwingen und macht hier große Töne. Er hat Kontakte bei den Abos. Er kennt irgendwelche Leute aus dem Hurenhaus. Ich bin jetzt noch nicht so beeindruckt. Und will dann Beweismittel mitnehmen, verschwinden lassen. Abgeben, keine Ahnung. 10 Jahre her. 11, 12 Jahre. Die Spur ist sowas von tot. Selbst wenn sie nicht tot ist, steht sie jedem anderen zu, aber doch nicht ihm. Okay, vielleicht den Schrotter auch nicht. Nur mal so ein bemitleidenswerter Blick in Richtung des jungen, ja, 18, 17-Jährigen, wie auch alt immer, wie alt er auch immer ist. Und dann geht's wieder zurück zur Kaserne der Richter. Kein Problem. Du kannst dich auch betreten, ohne dass man dich großartig aufhält. Ja, ich denke, die anderen beiden nehme ich einfach mal mit, zum Inventar gehören. Was dir aber auch auffällt, tatsächlich die Wunde an deiner Seite ist wieder aufgegangen. Spürst du eine Feuchtigkeit, die sich durch den Verband hindurch, ja, dringt. Ja, ich guck kurz, ob das die Maske ist, diese Gesichtsmaske, die blutend sapschend immer noch durch den Richtermantel läuft. Muss mich dann aber auch mal ein bisschen hinsetzen und würde Dr. Johnny mal bitten, ob er sich das mal ansehen kann. Gerade wenn wir jetzt hier in der Kaserne sind, da wird es sicherlich sowas wie Verbandsmaterialien geben. Hoffe ich zumindest. Ja, sonderlich sauber sind sie nicht. Ja, du, Malorn hat sich deutlich zu viel bewegt, natürlich dafür, dass er eine recht klaffende Seitenwunde wenige Stunden zuvor erhalten hat. Ich muss das mal eben schnell nähen und hoffentlich hält es beim nächsten Mal. Eigentlich solltet ihr versuchen, euch weniger zu bewegen, aber das ist wohl momentan nicht möglich. Also nähe ich es einfach nochmal. Danke. Das wird jetzt wehtun. Und dann fängt man an, das Ganze sozusagen ein wenig zu reinigen, dann zu nähen und ja, dann mit einem ausgekochten Verband, der in der Zeit sozusagen kochen kann, sozusagen hier in. Da, die haben bestimmt eine Möglichkeit, dass man hier einen Kochtopf aufsetzt und irgendwie mal Wasser kocht oder nicht. Klar. Während du mich da verbindest, würde ich einfach mal zu Dreher sagen: Hey, du. Ja? Ich gebe dir mal eine kleine Vollmacht von mir, die innerhalb dieser Räume wirkt. Steht drauf, ich weiß nicht, ob du lesen kannst. Hol ich mal meinen kleinen Notizblock raus und schreib da gleich schon mal mit. Also, du darfst dich jetzt umsehen in den Schlafkammern, da wo Ludwig sein Quartier hatte. Und kannst dich da schon mal ein bisschen umsehen, kannst schon mal da ein bisschen suchen.
mit dieser Vollmacht hier, musst du einfach vorzeigen, wird man dich nicht aufhalten. Die sollen dich dann einfach zu mir schicken, während ich hier gerade verbunden werde. Versuch mal dein Glück. Wir kommen Meine gleich Augen nach, werden wenn. groß. Wir kommen gleich nach, wenn das verbunden ist. Und wenn du irgendwas findest, kommst du wieder zu mir. Also kleine Truhe oder ein loses Brett unterm Bett oder irgendwie im Klo, suche irgendwo. Und ich meine, du bist doch ein findiger Typ, du weißt ja, wo man Schrott versteckt. Er fängt an, begeistert zu nicken, schnappt sich den Zettel aus der Hand und läuft erstmal in die falsche Richtung, bis er dann zurückgerufen wird und in die richtige Richtung läuft. Wenig später tauchen zwei Stadtrichter auf, mit Dreher zwischen an den Armen gepackt. Er ist hier aufgetaucht. Kommt er wirklich von dir? Ja, lass ihn suchen, Mann. Ja. Die beiden Richter gucken sich kurz an, spielen Schere, Stein, Papier. Ja, der eine verliert, verziert das Gesicht. Ja, ich gehe mit, so ein Scheiß. Und folgen dann Dreher. Ein Nichtrichter ohne Begleitung hier rumlaufen zu lassen, das ist ja eine dumme Idee. Das macht man eigentlich nicht. Nee, das ist mir auch irgendwo klar. Es geht mir nur darum, dass er eine Aufgabe hat, während ich mich hier gerade verbinden lasse, dann kann er auch mal nützlich sein. Ja, Dr. Johnny. Du verbindest auf jeden Fall den Richter. Lass mich kurz mal meine Medizinprobe würfeln, ohne Probleme. Aber ich glaube, das ist nicht das Guck nochmal Schlimmste. nach. Verband Dann kommt der also Wolf. ein Punkt Erleichterung. Zwei Erfolge, kein Super. Trigger. Ja, das sollte mir reichen. Kein Problem. Also verbindest den Richter neu und das dauert auch eine Weile. Währenddessen Dreher kann sich mal die Schlafstätte von ihm ansehen, von Schlosser. Würden mal eine Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung. Die Schlafstätte selber ist in einem großen Schlafsaal. Es ist eine einfache Pritsche mit einer Matratze drauf, die, ja, sagen wir mal, eher dünn ist, mit einer Decke dazu. Und einer schmalen Truhe davor. Ja, die Truhe ist ebenfalls noch da. Du guckst dich um, klopfst so ein bisschen am Boden, während der Stadtrichter dich dabei mustert. Was soll denn der Scheiß? Da ist was. Ja, ich soll gucken. Haben sie Schlosser endlich überführt, den Arsch? Voll, ja. Mag den auch nicht. Was kennst du denn? Und warum suchst du hier, nicht der Advokat? Schulterzucken. Er hat's gesagt, ich soll's. Der Typ, ja, schneuzt sich in den Ärmel, zuckt mit den Schultern. Hat der Schlosser dich auch angespuckt? Ne, aber angemault der Arsch. Jedes Mal, wenn ich zur Asservatenkammer bin. Nixer. Ja. Und ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste fange ich an, alles auseinanderzunehmen, was irgendwie sich auseinanderleben lässt. Das ist eigentlich Beziehungsweise, schön, dass bis du mich jemand auseinanderschraubst. aufhält. Ja, fängst halt an, das Bett auseinanderzuschrauben, Kiste irgendwie aufzumachen. In der Kiste ist hauptsächlich Kleidung drin, tatsächlich. Ja, die werfe ich achtlos hinter mich in den Raum, Kiste wühle da einmal auseinanderschrauben. komplett durch. Die eine oder andere Schraube wird auch in meiner Hand irgendwo anders hinwandern. Du weißt schon, dass du das wieder aufräumen musst. Eifriges Kopfnicken und weitersuchen. Du suchst eine ganze Weile. Ich schaue sogar in die Matratze rein, wenn das möglich ist. Also wenn du die aufschneiden willst, dann wird der Richter, hey, was soll das? Vielleicht hat er was drin versteckt. Zuckt mit den Schultern, okay. Du schneidest die Matratze auf, ist aber offensichtlich in der Matratze nichts drin. Nach ungefähr einer halben Stunde suchen, die anderen beiden können gerne dazustoßen, bist du, genauer gesagt, kein bisschen Informationen oder Fundstücke reicher. Auf jeden Fall nichts Besonderes. Springen wir weiter zu Buck. Buck, wo bist du denn genau hin? Ich habe mich durch den Hintereingang in den zentralen Cluster begeben. Ja klar, Maske wieder auf, nehme ich an. Ja, kurz zum eigenen Spind. Ja, wobei ich weiß nicht, ob die Chronisten drinnen mit Maske rumlaufen. Da drin Also, eigentlich wenn nicht, da nicht. braucht man einen Strichcode zu Eben. scannen. Eben. Ja, dann geht. Man sucht den direkten Vorgesetzten. Giant gesetzt, direkter Vorgesetzter. Oder im Zweifel derjenige, der mir diesen Dringlichkeitsauftrag aufs Auge gedrückt. Also den persönlich aufzusuchen mit wenig Fragen. Also bringen, du musst halt eine Anfrage stellen und dann gucken, ob Ja, das System sagt ja. ich suche mir jetzt ein Terminal.
möglichst eins, das mit gesicherter Leitung und bis nach. Das ist der Cluster. Ja, gut, stimmt.